Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine weitere Runde Let's Play Aragorn. Ich weiß nicht, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich muss mich natürlich auch dementsprechend mal entschuldigen, dass meine Videos in letzter Zeit nicht regelmäßig hochgeladen werden, aus dem einfachen Grund, weil ich in letzter Zeit ziemlich viele technische Probleme habe. Aufgrund meines Videoschneideprogrammes, was ich mir neu erzählt habe und es nicht funktionieren will, habe ich dann mein altes wieder eingeschmissen und das wird plötzlich auch nicht mehr funktionieren. Jetzt funktioniert es wieder, deswegen konnte ich jetzt wieder das letzte Video mal wieder hochladen. Das nächste Spiel liegt schon bereit. Einige können es vielleicht von euch schon ahnen, andere nicht, aber das werde ich später zu sagen. Auch, dass ich bald, wenn es denn alles so klappt, wie ich will, in ein paar Monaten jetzt auch wesentlich mehr Spiele spielen kann. Da ich dadurch dann auch mehr Videos hochladen kann, da ich ein besseres Internet kriege, hoffe ich, dass das alles damit ein bisschen funktioniert. Ja, wir wissen es noch nicht. Es steht noch alles in den Sternen. Mit meiner Internetverbindung kann ich wirklich jeden Tag nur ein Video hochladen. Es dauert Ewigkeiten bei mir, wirklich eine ganze Nacht muss ich dann laufen lassen, damit es hochlädt. Aber hören wir auf rumzuheulen und machen lieber weiter mit Trutzturm Gilead. Wir sind gerade in die Stadt Gilead eingedrungen und wollen Arya, das schönste Wesen auf der Welt, retten, ist klar. So ein bisschen Link-Style halt, ne? Oder Super Mario. Kennen wir ja alle. Und wir machen jetzt einfach mal Start. Trutzturm Gilead. Ja, normal, ne? Krasse Kameraführung. Was ich mich frage ist nur... Vielleicht haben diese Schalterplatten was mit den Fallgittern zu tun. Nee, nie im Leben. Was ich mir jetzt eine Frage... Normalerweise ist das jetzt hier Gilead-Style. Sprich, das ist... So sollte es gehen. Das ist Dosa hier. Und der benutzt doch überhaupt keine Menschen eigentlich, oder? Weil normalerweise benutzt er ja eigentlich die Urgals. Schnappen wir ihn! Keine Ahnung, wie das heißt. Nicht so schnell! Das ist Durzas Elitegarde. Sie direkt anzugreifen wäre ein grober Fehler. Wir müssen irgendwie durch das Tor. Durch welches Tor denn? Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist es auf einmal dunkel geworden. Ich weiß nur, dass es das letzte Mal hell war, dass es tagsüber war. Jetzt haben wir nachts. Innerhalb von ein paar Spielsekunden, Minuten, keine Ahnung. So, wir müssen uns hier irgendwie langschleichen. Nein, wir können auch rennen. Das ist ganz gut. Nein! Ach ja, genau. Hilf mir! Ja, meine übercoole Taktik habe ich. Die Rüstung ist weg. Und den nochmal. Hier haben wir das Phänomen. Wenn er auf dem Rücken liegt, dann ist er verwundbarer, als wenn er... Ah, hier. So eingezogen hier, so richtig schön. Richtig schön Naruto Pain Style. Der Trutzturm ist ein Gefängnis für jene, die der König als Feinde betrachtet. Oh shit. Durzas dunkle Künste können helfen, Informationen zu erzwingen. Umso weniger darf man uns entdecken. Das sollte reichen, um die Wächter zu täuschen. Wenn wir uns dem Feind nähern, versteckst du dich, bis ich ihn ablenken kann. Dann schlüpfst du unbemerkt vorbei. Auf geht's. Da war was hinter euch. Ich wollte es nur mal gesagt haben. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss zurück. Ich stoppe den Wächter, damit du vorbei kannst. Okay. Achtung! Ja, mein Lebensherr. Wo muss ich denn vorbei? Ich habe keine Ahnung. Da muss ich vorbei. Scheiß Kamera für. Feinde! Im Trutzturm! Dieser Trick ist wohl gelaufen. Ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ja doch, jetzt hat doch.
Hier, boom. Schon besser. Nimm doch den. Gib ihm direkt in die Festleiste. Ununterbrochen. Feuer, Sperrfeuer. So. Warte, bis ich sie stramm stehen lasse. Dann geh los. Achtung! Ja, mein Lehnsherr. Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen. Oh oh. Achtung! Ah, jawohl! Okay, jetzt habe ich den Trick raus. Make it real, Bro. Bro. Vor allem, eigentlich war er im Spiel voll dagegen und war überhaupt nicht mit dabei, als wir Aria gerettet haben. Unter den Augen der Wächter können wir nicht überleben. Wir müssen irgendwie in die höheren Bereiche kommen. Die Torbefestigungen genauer anzusehen wäre eine gute Idee. Ich habe das Gefühl, dass bei diesen Videospielen, also sprich von den Kinofilmen, die Spiele, die Gesichter der Hauptcharaktere immer irgendwie gleich aussehen. Verteidigen. Ach ja, stimmt, ich kann ja gar nicht springen. Unsinnig dumm, bescheuert. Warum kann ich nicht springen? Ja, ich habe die Lage gecheckt und ich bin auf den Gedanken gekommen, dass ich keine Ahnung habe, was ich jetzt machen muss. Ich habe jetzt irgendwas mit Magie gemacht. Stimmt doch, ich kann ja doch springen. Ah, scheiße. Sonst würde das ganze Spiel ja gar nicht funktionieren. Entschuldigung. Muss ich hier auch? Oh, wie schön das knatscht, als hätte ich hier Lederstiefel an. Hüpp. Hüpp. Dieser Brumm steht im Weg. Ach, Brumm, geh doch mal weg da. Ey, Leute, es tut mir leid, aber ich komme jetzt nicht an ihm vorbei. Gibt's noch nicht. Jetzt komme ich auch nicht zurück. Jetzt hab ich. Komm! Mann! Ah, ich krieg schon wieder Krätze, wenn ich das jetzt schon wieder hier. Vor allem ist es egal, in welche Richtung ich mich bewege. Ich schub. Gott, krieg grad wieder einen Kotzkampf hier. Oh Leute, wie behindert ist das denn jetzt schon wieder hier? Ich komm noch. Ja, endlich. Hoch jetzt da. Mann, verfickte Scheiße hier. Gib ihm! Hilf mir! Der Typ lebt ja noch! Gehst du wohl jetzt drauf hier? Viel zu früh. Ja, dann hör auf gegen mich zu kämpfen, dann passt das schon. Denkst du, bei mir ist es schön, wenn ich jetzt so früh gestorben wäre? Arschloch, immer nur an sich selbst denken hier. Meine Rüstung! Boom, Baby! Boom, Baby! Boom, Baby. Bam, bam. Junge, was war das denn jetzt? B, A, B. Chi. Voll mit einem. Der hat mir geschossen, da weggerotzt, ey. Da! Oh, wie stylisch ich den Schuss ausgewichen bin.
So, ich nehme mal das Leben hier. Ach nee, ich wollte ihn ja ranziehen. Und tschüss. Ki. Es wird immer dreister. Ah, vielleicht ist da ein Ei drinnen versteckt. Nein, ist nicht. Blöde Eier. Was bringen mir überhaupt die Eier? Sollen die einfach nur so ein... Ja, ist ja gut. Sollen die einfach nur einen weiteren Spielspaß dazu bringen, dass man hier was zu sammeln hat? Oder weil den Leuten einfach nur langweilig ist, das programmiert haben? Gib ihm! Fickte Scheiße. Swing! Hier lang? Elende Zellen. Dafür wird durch zerwüsten. Ja. Gut, dass man so viel erkennt. Das hilft dann richtig weiter im Spiel. Katzen. Ich muss hier wahrscheinlich gar nicht lang. Ich muss wahrscheinlich komplett woanders hin, ne? Gucken wir mal. So, von hier kommen wir, richtig? Hier geht's nicht weiter. Nee, von hier kommen wir. Wäre unlogisch, so einen weiten Weg dahin zu bauen. Wenn da kein Durchgang ist oder kein Ei da ist. Also muss da ein Durchgang sein, richtig? So Pi mal Daumen gerechnet, ja. Das heißt... Ich muss hier irgendwo lang. Hier geht's nicht weiter. Hier ist Mauer. Und hier komme ich zurück. Das heißt, es ist einfach nur... Ganz typisch habe ich auch in meiner Wohnung drinne einfach ein Riesenloch, wo es nicht weitergeht. Einfach mal so. War mir langweilig bei. Habe ich mir gedacht, komm, machst du mal. Ist bestimmt ganz nett. Und dann habe ich auch so eine halb kaputte Brücke da stehen bei mir. Ganz klar, ist sonst typisch sowas. Braucht man gar nicht drüber nachdenken, ist einfach so. Ach Leute, wie ich sowas hasse, wenn es nicht weitergeht, ey. Psst. Mann, ich will nicht weiter. Wo ist denn der Scheißweg? Muss ich hier vielleicht irgendwas freihauen? Dann weißt du nicht mehr irgendwas. Du hast dagegen nichts. Hier auch. Ist doch dumm, ist das doch. Du kommst hier nicht weiter. Es tut mir leid, Leute, aber ich komme hier nicht weiter. Die Hälfte des Let's Plays werde ich damit verbringen, blöd in der Gegend rumzuhüpfen und Wege zu suchen. Ich merk's schon. Scheiße, Leute. Vor allem, er kommt ja nicht mal auf diesen scheiß Vorsprung hoch. Oh, diese dummen, unsichtbaren Wände. Das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr nötig, sowas. Dann macht man wenigstens irgendwie was hin, hier sowas zum Beispiel. Macht man es noch ein bisschen höher, dass man da auch nicht hochspringen kann, dass es wirklich da, dass man halt wenigstens sehen kann, dass da eine Mauer ist. Und nicht diese dummen, unsichtbaren Mauern. In der heutigen Zeit einfach echt nicht mehr nötig, Leute. Ja, hier muss ich nichts machen. Tja, ich muss hier lang. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wirklich nicht.
In your face. Oh oh. Was hast du denn? Oh oh. Immer weiter. Ununterbrochen drauf. Brom, du Arsch. Jetzt hast du es versaut. Abstauber, Alter. Gott soll für diese Ungerechtigkeit büßen. Hier kann er doch nichts für. Ki. So, warte mal, was ist denn da hinten? Ach, ist das der Scheiß, wo ich eben gerade war und nicht rüberkam? Okay. Und tschüss. Einfach da runterschubsen. Und tschüss, geht doch. Ist doch easy. Feuer, 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 aber. Feuer, Feuer, Feuer. Und ausweichen. Feuer, Feuer. Und ausweichen. Feuer, Feuer. Einen habe ich. Na, das ist Gimmi mal halt. Na, ja, der Brom, der macht das ein bisschen profimäßiger. Ach, bringt gar nichts bei ihm. Ihr geht mir auf den Semmel hier. Krieg ich von hier aus nicht. Nee, weiter geht's. Ist hier ein Gegner? Nein. Hier sieht eigentlich keinen an. Geht's hier lang? So, das erinnert mich so ein bisschen hier gerade an. Digimon World 2003 in den, einer der ersten Welt sozusagen. Wo man dann durch diese Katakomben gehen muss und Pharaonen man besiegen muss. Sieht gerade so ein bisschen danach aus, finde ich. Oh oh. Nein, noch nicht! Ah, ist schön, dass sie selber sich auch die Sachen suchen und dann das Leben selber auffüllen. Nein, noch nicht. Ah, und ich komm. Doch. So, was haben wir hier? Sie tun mir leid. Schon besser. Vor allem, ich sehe, weil er sagt ja, dafür wird Dosa büßen. Aber ich sehe ja nix. Ah, ist das Spiel minder bemittelt. Aua! Alter, sind das Ninjas hier oder was? Ununterbrochen, hau drauf! Hau den Lukas! Ja, wenn der dann auch Lukas heißt, der Typ, ne? Okay, das war ungeplant geil. Ich meine, das war voll absichtlich. Ich wusste, dass ich ihn jetzt mir packe und bam, 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 bam. Er ist tot. Nicht schlecht. Er ist tot. Nicht schlecht. Alter, das war mal gar nicht so übel jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Packangriffe macht, ne? Also, nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist alles hier geplant von mir.